Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich habe heute für euch einen kleinen Tee im Haul. Es gab zwei schöne Aufsteller bzw. limitierte Editionen. Und wie ihr ja wisst, habe ich meine Challenge für 20 Euro DM-Einkauf geschafft. Und deswegen hatte ich mir da auch ein bisschen was geholt. Und das zeige ich euch jetzt. Kann sein, also ich habe jetzt das geholt. Kann sein, dass es jetzt mehr als 20 Euro ist. Ist halt ein kleiner Einkauf gewesen. Und ich bin mit dem Gedanken reingegangen, ich hätte das gerne. Und du hast ja eh noch die 20 Euro offen sozusagen und kaufst sie dir. Deswegen der Vollständigkeit halber zeige ich euch jetzt alles, was ich gekauft habe. Und nur als Info dafür habe ich halt meine Challenge eingelöst. Und los geht's. Es gab einmal die Edition Sunny Side. Und da habe ich mir jetzt mitgenommen die Wet Skin Body Lotion. So sieht die aus. Die ist intensiv pflegend, auch auf nasser Haut. Also kann man so ein bisschen, wenn man noch ein bisschen nach dem Abtrocknen noch ein bisschen so feuchte Haut hat oder sich nicht ganz abtrocknet, so auftragen. Die ist für normale und trockene Haut. Steht jetzt gar nicht drauf. Doch, mit Panthenol, Kokos und Mandelöl ist das. Und bin schon gespannt drauf, wie die denn so ist. Wie die auch pflegt und so weiter. Dann habe ich noch das Trockenshampoo mitgenommen mit UV-Filter und Hitzeschutz für langanhaltende Frische für alle Haartypen. So sieht das aus. Hier sind 200 ml drin. Hat mich auch sehr, sehr angelacht. Dann das Rasiergel Sunny Side, reichhaltig pflegend mit Cooling-Effekt für empfindliche Haut. Also es ist eine sehr, sehr coole Edition, die sie da rausgebracht haben. Und dann das Deo Body Spray Sunny Side mit 0% Aluminium, duftet nach einer warmen Meeresbrise. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Genau. Ich glaube, ja, zwei Sachen habe ich noch aus der Sunny Side. Ne, drei Sachen auf jeden Fall noch. Einmal die Verwöhndusche mit Meeresmineralien und Algenextrakt mit dem Duft nach einer warmen Meeresbrise. Also eigentlich so wie das Deo. Dann hier noch das Duschsalzpeeling mit Meersalzöl und Kokosöl. Duft auch nach einer warmen Meeresbrise. So sieht das aus. Also wie gesagt, eigentlich alles dasselbe Design. Und was mich auch sehr, sehr interessiert hat, ist die Handlotion. Weil Sinn auf Verpackung kenne ich nur als Desinfektionsgel oder Handgel sozusagen, aber als Handlotion kenne ich das noch nicht. Deswegen bin ich super gespannt drauf und wollte gerne mal testen. Steht hier ein Duft drauf? Nein. Hier sind auf jeden Fall 50 ml drin und fand ich sehr, sehr interessant. Genau. Ich glaube, also eine Tuchmaske habe ich bei uns nicht gesehen. Und dieses 2-in-1 Shampoo und Spülung auch nicht. Also ich glaube, ich habe fast alles eigentlich, was wir da hatten oder was im DM war, gekauft. Genau. Dann hatten sie ja noch einen neuen Aufsteller und zwar die Variante Sweet Paradise. Da habe ich mir dieses hier mitgenommen. Einmal das Trockenshampoo. Das ist mit Flamingo-Blütenextrakt, langanhaltende Frische für alle Haartypen. Fand ich auch super, super hübsch und musste auch unbedingt mit. Trockenshampoo verwende ich eigentlich auch gerne. Dann passend dazu, das war so eher was für die Haare. Da habe ich mir jetzt Shampoo und Spülung mitgenommen. Auch Sweet Paradise Limited Edition mit Flamingo-Blütenextrakt und Paradiesnussöl. Fand ich auch sehr interessant. Und das ist beides für strapaziertes Haar. Im Shampoo sind 250 ml drin und in der Spülung sind 200 ml drin. Werde ich nicht beides zusammen verwenden, aber wollte ich gerne trotzdem beides haben, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Irgendwas ist davon auch ausgelaufen, finde ich. Irgendwas klebt, aber was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und dann als letztes habe ich hier noch das Haaröl mitgenommen, weil ich auch sehr, sehr gerne Haaröl verwende. Und zwar, das ist auch mit Paradiesnussöl und für strapaziertes Haar. Hier sind 100 ml drin. Mal gucken, wie das so ist. Ich hatte jetzt noch keinen von Balea gehabt. Und es sieht sehr, sehr flüssig aus. Mal gucken, wie viel ich davon verwenden muss. Und ja, ich glaube, ach so, ein Haarparfüm gab es noch und ein bisschen Haarschmuck für die Haare. Das habe ich aber nicht gekauft, weil Haarparfüm mag ich so nicht.
Deswegen kam nur noch das Haaröl mit. Das war sehr, sehr interessant. Und das war's auch schon. Also das waren so meine kleinen Sachen, die ich geshoppt habe. Kann sein, wie gesagt, das gibt's glaube ich so nicht mehr, den Aufsteller. Ich wollte auch unbedingt noch was von Rossmann haben, aber den Aufsteller habe ich auch nicht gesehen. Das war auch so eine Blütenkraft-E oder sowas hieß das. Habe ich leider nicht gesehen bei uns. Aber es kommt jetzt auch bald wieder die ganzen Herbstsachen und so weiter. Also ich bin schon gespannt, was ich da denn kaufen werde. Oder überhaupt was kaufen. Mal gucken, wie es aussieht. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch kostenlos meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!